Es war wohl der Höhepunkt der diesjährigen Burgnächte, das Konzert der Firebirds. Wer die fantastische Stimmung noch einmal nachempfinden möchte, der sollte jetzt dranbleiben. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Das gab es noch nie zu den Open-Air-Nächten in Bad Düben. Die Parkplätze der Stadt wurden knapp. Rund 2000 Fans waren zum Freiluftkonzert der Firebirds gekommen. In town. Stefan, vor zwei Jahren haben wir euch das letzte Mal gesehen in Lausig. Zwei Jahre sind eine lange Zeit. Was seitdem passiert? Wie ist es in Firebirds ergangen? Wie habt ihr euch entwickelt? Tja, also wir haben ungefähr dieses Jahr im Frühling eine kleine Midlife-Crisis gehabt oder ich speziell. Und danach sind unsere ersten eigenen Titel entstanden, die doch positiv dahinschleichen. Und das ist auch gut so, weil wir waren immer drauf und dran, was Eigenes zu produzieren. Und das haben die Leute auch gefordert und das ist jetzt endlich soweit. Und im Herbst, denke ich, wird entweder eine Single oder ein kleineres Album erscheinen, was wir den Leuten dann präsentieren. So, könnt ihr mich alle hören? Also wir haben heute die erste Live-Mucke seit einer Woche oder so. Wir waren jetzt beschäftigt, für den MDR ein paar Shows zu produzieren, die übrigens heute Abend, die Leute, die hier sind, werden es nicht sehen können, heute Abend läuft die erste Sendung auf dem MDR, eine Nostalgie-Show in Kessel DDR und wird auch nochmal nächste Woche, immer freitags, glaube ich, ausgestrahlt. Das war unsere Aufgabe diese Woche. Es war auch sehr anstrengend, aber eine sehr schöne, interessante Erfahrung. Hey, hey, hey! Da kann eigentlich nicht schief gehen, weil wir sind da. Aus Bad Leipzig heute angereist. War gar nicht so weit unser Weg heute. Halbes, dreiviertel Stündchen. Und deswegen freuen wir uns hier zu sein in Bad Düben. Highlights, Highlights sind eigentlich immer, wenn wir hier im Landkreis spielen, da die Leute hier doch am besten drauf sind und am freundlichsten und den einen oder anderen kennt man ja auch. Und so waren wir deutschlandweit unterwegs, also das war, Gott, das war so viel, kann mich Michael mir richtig erinnern. Jetzt wollen wir nicht lange drum herum schwafeln, es geht los, wird was richtig heißen und zwar, wie soll das anders sein, den Titelsong unserer ersten CD, The Great Balls of Fire, und hier sind sie für euch, eure Lieblinge aus Funk und Fernsehen, The Firebirds! Struhe! Ja, wir spielen auf Ibiza und das ist sicherlich auch sehr schön, aber da ist, glaube ich, nichts viel mit Strand liegen oder mit Baden gehen oder Badenixen angucken. Das wird natürlich auch ein Auftritt wie jeder andere, nur dass er halt ein Stückchen weiter von Leipzig entfernt ist. Die Liveband The Firebirds existiert bereits seit 1992. Im vergangenen Jahr begingen sie ihr 10-jähriges Bestehen mit einem großen Konzert in der Messehalle in Leipzig. Dort spielten sie vor 6000 begeisterten Fans. Guido Genzel und Alexander Teich fanden bereits in jungen Jahren zueinander. Alexander Teich hatte von 1982 bis 1994 klassischen Privatunterricht am Klavier genossen. Bereits im Alter von 8 Jahren probierte er zusammen mit Guido Genzel, seinem Kindergarten- und Schulfreund, gemeinsam Rock'n'Roll zu spielen.
Nach dem Abitur erhielt er eine musikalische Ausbildung an der Musikschule Johann Sebastian Bach in Leipzig. Parallel dazu begann er ein Medizinstudium, das er bald darauf abbrach, um sich ganz der Musik zu widmen. Die muss ja auch irgendwo rumspringen. Frau Schulz-Bode, immer gut zu mir gewesen. Da steht sie. Wie ist dein Name? Felix. Der Felix hat gerade gesagt, er traut sich nicht, auf die Bühne zu gehen. Aber weißt du, was du alles machen kannst? Also, du kannst nämlich auch ein bisschen zaubern. Und zwar, wenn du jetzt deine rechte Hand hebst, dann wirst du sehen, wie die Leute hier ausrasten und klatschen. Willst du mal versuchen? Mach's mal. Ja? Und jetzt wieder runter. Und nochmal. Und damit ist auch der Berufswunsch schon klar. Felix wird garantiert in die Politik gehen. We'll be right back.
Tüte Gänzel, er hält die Fäden der Band zusammen. Das Management, das ist sein Metier. Für seine berühmte Stimmimitation von Louis Armstrong soll er angeblich vor seinem Auftritt von seinen Bandkollegen unter strenger Kontrolle gezwungen werden, eine Zigarette einer geheimen Marke zu rauchen. Wie dem auch sei, die Imitation, sie ist perfekt. It's no over. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Goodbye tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love away. When I first saw you. Your smile so tender, my heart was captured, my soul so full. Your lips excited me, oh, let your arms invite me. For who knows when we'll meet again? Hell, that's more good. It's not one year. Während ihrer Schulzeit am Werner-Heisenberg-Gymnasium in Leipzig probten Alex und Guido zusammen in der Aula der Schule Instrumental Rock'n'Roll aus den 50ern. Als ein Junge aus der 10. durch die Tür lugte und fragte, ob er mitspielen dürfe. Und seitdem gehört der Bassgitarrist Konrad Schöpe mit zur Truppe. Bereits mit 4 Jahren entdeckte Konrad Schöpe seine Liebe zur Musik. 14 Jahre lang spielte er Violine. Er erhielt Privatunterricht und ging in die Musikschule. Später besuchte er eine Spezialkinderklasse der Musikhochschule Leipzig. Mit diversen klassischen Jugendensembles tourte Konrad durch Deutschland, die Schweiz, Belgien, Israel und die USA. Nach dem Abitur hängte er die Bratsche an den berühmten Nagel, um sich ganz dem Rock'n'Roll und den Firebirds zu widmen. Damals gehörte Simon zur Band. Er begann 1995 ein zeitaufwendiges Studium und machte Platz für Mike Gonyev. Mit Barbecue verließ Mike Gonyev 1999 die Band und so kam der heutige Frontmann Stefan Klepzig aus Jesewitz zu seiner Chance. Er gehörte damals noch zu den Lollipops, mit denen er seine erste Bühnenerfahrungen sammelte. Und so hatte er mitten im Abitur eine schwere Entscheidung zu treffen.
Innerhalb von nur 2 Monaten sollte er Gitarrenbegleitung, Haupt- und Backgroundstimme sowie alle Texte von über 100 Titeln des Firebird-Repertoires erlernen. Dazu kommt noch, dass er zu jeder Probe mit dem Zug hätte nach Leipzig anreisen müssen. Da sich Guido, Alex und Konrad zu diesem Zeitpunkt schon eine Existenz aufgebaut hatten, war es für Stefan eine verantwortungsvolle Entscheidung, die er zu treffen hatte. Er entschloss sich, ohne lange zu überlegen, für das Leben als Musiker. Und schon bald überraschte er seine Kollegen mit einer schmalztollen Frisur einer Gretsch-Gitarre aus den 50ern. Zusammen mit Stefan stellten sie ihr Repertoire um und schon bald tourten sie gemeinsam durch ganz Deutschland. Sie bekamen Angebote aus der Schweiz, aus Belgien, Frankreich und sogar aus Russland. Eins ihrer größten Erlebnisse war im Mai 2001 der Auftritt anlässlich der Sachsen-Sale am Strand vor dem Noble Hotel Scharten in Cannes an der Côte d'Azur während der Filmfestspiele.